Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero Zero. Und ja, wie wir sehen, bin ich schon wieder etwas weitergekommen mit den Münzen sammeln und ich bin auch schon wieder im Kondi-Set, da ich mittlerweile gerade auch schon wieder hier gut dabei bin und schon wieder zwei Sondereinsätze durchgekloppt habe und den einen dritten Sondereinsatz hier jetzt einmal schnell mit euch zusammen durchkloppen wollte. Und warum ich dieses Video heute überhaupt mache, ist, es ist natürlich auch mal wieder der altbekannte Hero Zero St. Patrick's Day am Start. Und ja, deswegen mache ich eigentlich auch quasi das Video, um euch das Ganze einmal schnell hier nahe zu bringen in diesem Video. Und ja, das ist ein kleines irisches Fest vor Ostern. Und das Ganze geht hier vom 14.3. bis zum 18.3. Und in der Zeit könnt ihr ein wunderbares, schönes, grünes Feiertagsset finden, was es, glaube ich, im Shop gibt, wenn ihr den Shop rollt. Ich glaube, da gibt es die. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wo es die noch zu finden gibt, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal in den Set-Teilen. Da müsste es, glaube ich, auch angezeigt werden, wo es das zu finden gibt. Wir werden nur einmal schnell hier durchkloppen und dann gucke ich mir das mal kurz an. So, noch ein, zwei, drei Kämpfe hier. Ja, mittlerweile kam auch noch nicht wieder allzu viel Gutes dabei rum hier. Hab noch nichts Neues und nichts Gutes gefunden. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Sagt man immer so schön. So, wir gucken einmal kurz hier in die Nähmaschine. Und zwar geht es um dieses schöne Set hier, wo ich auch noch gar nichts von habe. Glückspilz in Grün. Wofür man dann auch eine Belohnung von 10 Trainingseinheiten bekommt, würde ich mir gerne zulegen. So, wo gibt es das Ganze denn zu finden? Im Secondhand-Shop. Ah ja, ich habe es mir fast gedacht. Kann alles im Secondhand-Shop gefunden werden von dem Patrick Day. Ich würde es ja gerne jetzt mal versuchen, mit euch zu rollen, ob wir das zusammenkriegen. Das wäre natürlich richtig nice, wenn wir das hinkriegen würden. Aber ich muss natürlich auch zwischendurch hier zeitgemäß die Sondereinsätze kloppen. Denn wir haben ja auch noch ein paar Donuts, die ich angesammelt habe. Die könnten wir eigentlich mal verballern. Ich meine, das sind ja jetzt, sage ich mal, gesammelte Donuts. Eigentlich wollte ich natürlich 50 Donuts sammeln für das neue Lager. Aber das Lager hat noch lange Zeit. Ich meine, es kommt auch wieder Ostern. Und Ostern wird es, denke ich mal, auch ein Event geben. Gehe ich mal stark von aus. Da werde ich auch wieder Donuts reinkriegen. Und ja, den guten Booster, den ich ja noch aktiv habe hier. Den 50% Booster, den brauche ich ja dann auch nicht mehr. Da werde ich dann mit Münzen wieder aufstocken und wir können dann wieder. So, der ist schon verfügbar. Wir müssen erstmal weiter kloppen. Tut mir leid. Aber wir können gleich nochmal ein bisschen den Shop auf jeden Fall rollen. Weil ich möchte das so ein bisschen zeitgleich hier so abschließen. Nicht, dass ich dann wieder auf den morgen nochmal beim letzten Mal wieder auf den einen Sondereinsatz dann wieder 10 Minuten warten muss und auf den nächsten Sondereinsatz wieder 20 Minuten und das hatte ich den einen Tag und der andere Sondereinsatz war dann eine Stunde, auf den ich warten musste. Das war dann schon ein bisschen prickeln und das muss nicht unbedingt sein. Deswegen wollte ich das alles ein bisschen zeitgleich halten. Oh, wunderbar. Wieder was mit goldenen Rahmen hier. Das können wir auf jeden Fall für die Verkaufskon behalten. Finde ich sehr, sehr nice. Ja, ich weiß gar nicht, ob es auch Donuts gibt im Angebot. Da stand jetzt nichts davon. Ich denke mal auch, dass die erst wieder zu Ostern kommen. Aber wir gucken gleich mal in den Donut-Shop. Vielleicht ist da auch irgendein Angebot. Ich bin mir nicht sicher. Da stand jetzt auch nichts in dieser St. Patrick's Mail von mit drinne. Daher denke ich mal, wird es keine Donuts geben. Gucken wir sofort mal. Nachdem wir hier die Sachen verkaufen. Gekauft haben. So, einmal, zweimal, dreimal. Also das für schöne flauschige Schlappen. So, und weiter geht's. Joa. Gut, den einen goldenen, das goldene Rahmen-Item, das werden wir einmal schön mit ins Lager reinpacken. Können wir direkt mal machen. Joa, kommt hier mit hin. Erstmal noch. So, dann haben wir auch langsam keinen Platz mehr, ne? Ja, langsam keinen Platz mehr. Donuts. Naja, es gibt Prozente, aber es gibt jetzt nicht wirklich Sonderboxen oder sowas gibt es momentan nicht. Okay, dann werden die, denke ich mal, zu Ostern wiederkommen. Ist ja auch nur noch ein, zwei Wochen ungefähr. Ja, das ist, boah, das wird dann schon.
Wird schon kommen, wird schon kommen. So. Nehmen wir den noch mal schnell mit und dann gucken wir mal, ob wir bald ein wenig rollen können. Ja, wie ihr seht, eine Stufe bin ich auch schon wieder aufgestiegen. Ich bin schon 347. Und ja, es geht, wie gesagt, relativ schnell und gut voran, wenn man hier flott auch quasi jetzt, sage ich mal, immer gerade so, wenn man diese Sondereinsätze Wochenende hat, Woche hat, diese Sondereinsätze Con, sagen wir eher, da geht das flott voran, auch mit den Erfahrungspunkten, mit den Münzen sowieso, haben wir ja gesehen. Ja, ich kann es einfach nur jedem ans Herzen legen, ein schönes Kondi-Set euch zu besorgen und es so zu machen, wie ich es hier mache. Und ihr habt schnell jede Menge Münzen und schnell, ihr kommt schnell an jede Menge XP und könnt auch immer ordentlich Level steigen. Ne? Also es sind ja nur Vorteile. Ja gut, das spielt dann meistens in den ein oder anderen Fällen ja wieder die Skillung eine Rolle. Da müsst ihr aufpassen, halt am besten von Anfang an für die Leute, die sich da noch nicht so hundertprozentig auskennen und meinen Videos schauen. Es gibt ja vielleicht auch neue Leute unter euch, die vielleicht auch zuschauen oder neu angefangen haben. Man weiß es ja nie. Da sage ich nur, achtet auf eure Skillung und skillt am besten so gut wie gar keine Kraft. Außer ihr wollt natürlich Kraft haben und wollt euch einen super starken PvP-Charakter bauen, dann könnt ihr natürlich Kraft skillen, das ist ja ganz klar, ist ja jedem überlassen, aber wollt ihr wirklich Sondereinsätze kloppen, dann werdet ihr auf jeden Fall keine Kraft skillen. So, die Zeit arbeitet leider gegen mich oder mit mir. Ja, sie arbeitet eher mit mir, damit ich immer wieder hier zeitgleich die Kämpfe machen kann. Deswegen bin ich heute auch ein bisschen schneller unterwegs und versuche das schnell hier runter zu klicken. Und wir werden einfach gleich mal nach diesem hier, egal wie viel Zeit jetzt dazwischen ist oder der nächste Sondereinsatz fertig ist, werden wir einfach mal zwei, dreimal den Shop rollen und gucken, ob da was Gutes schon mal bei rumkommt von dem guten Set. Die Frage ist allerdings, ja, ich würde das Set auch gerne komplett sammeln. Ich würde es gerne auch über die Zeit, wenn ich es kriegen würde, komplett mit den 18 Donuts. Also ich würde gerne die Errungenschaft mitnehmen, ich würde es gerne sammeln, ich würde es sogar über die Zeit für den ST Patrick's Day sogar anziehen, einfach nur so spaßeshalber, einfach mal mit rumposen. Doch ob wir es komplett zusammen bekommen, das ist eine zweite Frage. Und ob ich überhaupt dafür Platz habe, es über irgendwo zu bunkern, so gesehen. Ob es irgendwo also irgendwo zum Ablegen, zum Ablagern, da komme ich nämlich wieder auf das gute alte Lager zurück, wo ich nämlich auch mittlerweile nicht mehr viel Platz drin habe. Da müssten wir gucken, wie wir das machen. Jo, so, schauen wir noch mal. Hier ist nämlich jetzt auch langsam empty. Wenn jetzt noch neue Rüstungen dazu kommen, dann werde ich es so machen, dann werde ich hier wieder goldene Items wieder verkaufen, ist ja ganz klar, weil ich den Platz brauche. Hier ist auch kein Platz mehr. Ja, das könnten wir jetzt, wenn dann hier unter noch das Set, wenn wir was bekommen. So, Titanenfahne. Titanenfahne war jetzt aber nichts, ne? Was haben wir hier? Wuffi. Ah, Wuffi, nee, nicht so mein Fall. Habe ich schon genug Wuffis. Was haben wir hier? Ja, genau. Engang liegender Superheldenanzug der Goldliga. Was haben wir hier? Top voll Gold. Ein Gadget. Ist das eins der. Sag jetzt nicht, das ist eins der Set-Teile. Das wäre sehr fatal. Nee, Top voll Gold ist es nicht. Okay. Nochmal rollen. Wenn da überhaupt was von kommt. Ja, hier ist auch nichts bei. Okay. Oh, da haben wir einen Teil. Und eine Eule. Wie viel kostet die? Ja, kostet. Ah, die habe ich noch nicht. Olaf. Aber 400.000. Och, können wir uns eigentlich gönnen, ne? Olaf können wir uns eigentlich gönnen hier. Zack. Nehmen wir mit. Hab ja genug Kohle. Und
Ja, den gönnen wir uns auch. Zack, mitnehmen hier. Wunderbar. So, ich würde sagen, bevor es weitergeht, werden wir einfach nochmal eine Runde erst hier nochmal weitermachen. Denn wir müssen mit der Zeit arbeiten. Mit der Zeit mitarbeiten. Damit ich dann nicht in irgendwelche Konflikte komme. Oh, mir fällt gerade ein, der Lagerplatz. Wir müssen gleich bei den letzten beiden aufhören. Weil jetzt die Eule und das Item gekauft wurde. Und das Problem ist natürlich dann, fehlen zwei Plätze. Muss ich gleich noch mal kurz gucken, dass ich die einsetze oder wie ich es mache. Also wir machen das gleich mal. Wir hauen hier nur mal schnell bis 8 hoch. Zack. Und dann geht es auch schon gleich entspannt auch wieder weiter. So, come on, jetzt mach ihn da. Ich habe doch nicht so viel Zeit. Ja. So, Nummer 8 nehmen wir noch mit. Mal kurz einen Stop. Ja. Come on. So, das verkaufen wir mal wieder schön. Da gucken wir noch mal. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. So, bei dem gucken wir mal. Haben wir Retro Set 219. Retro Set 219. Nee, können wir verkaufen. Ist auf jeden Fall schlechter. Zack, weg damit. So, den verkaufen wir. Den verkaufen wir und den Gürtel verkaufen wir. So, dann werden wir direkt einmal die Eule. Holderstöckchen, Volltreffer und abgefangen. Joa, warum nicht, ne? Werden wir jetzt einfach mal einsetzen. Mal gucken, wie sich die Werte gleich auf dem normalen, wie sich die Werte auf dem normalen, auf dem normalen. Ne, wir müssen noch mal umändern. Das ist gerade blöd. Aber ich werde dann Olaf wahrscheinlich bald hochleveln. Irgendwann, ne, dann werde ich den doch noch nicht einsetzen. Jetzt brauche ich doch noch wieder den guten Emil. War es er? Jo, perfekt. War, glaube ich, der richtige Emil, ne? Gehe ich mal stark von aus. So, wir packen das Set-Dingen hier einfach noch mit in den Slager rein. Ist überhaupt ein Set-Gegenstand? Ne, Patrick's Day Outfit des Glückspilz. So, einen haben wir schon. Zack. Der ist wieder dieser komische Kessel. Haben wir auch nichts. Halleluja, da haben wir auch wieder nichts. Aber der gute Charlie ist dabei. Hier haben wir den Kessel jetzt sogar für Topf voll Gold. Ja. Das gehört aber nicht zu dem Set. Ich glaube, wir werden nicht alles zusammenbekommen. Wird relativ schwierig. Bronzeliga. Wer will denn so einen Schrott? Hier haben wir einen. SD Patricks Fahne des irischen Festtags. Warte, wie viel kostet die? 44.000. Nehmen wir mit. Zack. So. Sehr schön. Packe ich hier auch einmal mit rein. Sogar mit Slot. Nice. Was haben wir hier? Mal schnell die Hilfebedürftigen befriedigen. Und, oh, es geht weiter, es geht weiter, Freunde, es geht weiter. Wir müssen erstmal ein bisschen klicken und dann geht's weiter. Dann werden wir noch mal ein bisschen rollen in den Shop. Vielleicht haben wir noch Glück bei den 8 Donuts. Wer weiß. Man kann mit den 8 Donuts natürlich jetzt viel Glück haben und ja, alle Teile noch mitnehmen. Oder aber auch verdammt viel Pech haben und ja, gar nichts mitnehmen. Kann alles passieren, wir werden es sehen. So, jetzt kann ich mich wieder bis 8 hochkämpfen. Da müssen wir auch schon wieder notgedrungen verkaufen. 1A. Süßer Teddy. Wie viel brauchen wir denn überhaupt von dem Set? Ich glaube 5 Teile, ne? 2 Teile haben wir, 5 brauchen wir. So ungefähr. Nochmal 6. Ja, das Geld habe ich auch wieder locker schon wieder drin, was ich glaube ich ausgegeben habe. Na gut, außer die 400 für das 400.000 für das Pad, das war ein bisschen mehr. Aber diesen Kleinkram
meine ich jetzt. Genau, ich glaube, ich auch schon wieder locker drin. Okay, einmal verkaufen. Aber wir hätten noch einen Platz frei gehabt. Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Halb so schlimm. Hat ein Kondi, aber ohne Slot. Dann einmal schauen. Das ist wahrscheinlich Klischee, ne? Ja. Klischee ist 234, 204. Nee, kann weg. Ist so schlecht. Jo, Gegenstand verkaufen. Und den Rest bitte auch einmal schnell weg damit. Und dann ist, glaube ich, der nächste war auch schon ready. Müssen wir auch noch mal schnell durchkloppen. Ne, der nächste war noch nicht ready. Das ist dann der letzte. Zack. Und zack. Ja, da warte ich noch 3 Minuten, dann ist der ja auch ready. Ja, jetzt aber auch alle, ne? Ja, wieder alle und morgen werde ich dann nochmal alle durchhauen. So, 3 Minuten warten, in der Zeit können wir locker den Shop noch rollen, die 8 Donuts. Und dann werde ich wieder neue Donuts sammeln, ist ja gar kein Problem. So, werden wir nochmal. Da ist das Hütchen. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Nehmen wir direkt mit. So, was fehlt uns noch? Ich muss aber direkt einmal hier gucken. Gürtel und Schuhe fehlen uns noch. Okay. Ah, da war leider nichts dabei. Da ist wieder der Anzug. Na, haben wir noch Glück? Hier auch nicht. Eieieiei. Es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Es wird sehr knapp. Ich glaube nicht. Nee. Da müsste jetzt beides auf einmal kommen. Schade, 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 schade. Nee, leider nicht. Gürtel und Schuhe fehlen noch. Aber werden wir, denke ich mal, ja, mal gucken, wenn ich jetzt noch mal Donuts kriege oder so. Kann ich das, könnte ich das noch mal machen, dann noch mal rollen. Aber so bin ich auch schon zufrieden. Aber die 3 Teile hier. Das ist schon mal sehr nice. Ich weiß nicht, was ich mit diesen 3 Teilen hier. Ja, gut. Eigentlich müsste ich ja eigentlich. Normalerweise bräuchte ich gar nichts zusammen für die nächste Verkaufskon. Also mal könnte ich diese goldenen Sachen ja auch alle verkaufen. Ich habe ja genug sowieso zu spenden, wenn ich immer die Sondereinsätze durchlaufe. Daher würde ich sagen, verkaufen wir die Sachen dann auch noch irgendwann in dem Video. Doch, mal schauen. Ich hoffe ja nur, dass irgendwann die Verkaufskon kommt. Wäre so nice. Oder die Skillcon. Eins von beiden ist mir recht. Skillcon wäre natürlich noch besser, dann könnten wir die 300 Millionen natürlich noch einlösen. Wäre natürlich wunderbar. So, wir sind am Ende angekommen von diesem Video. Ich werde gleich noch den letzten Sondereinsatz durchhauen ohne euch. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wäre es das wieder heute von mir für euch. Macht es erstmal wieder gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.